Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, wir haben jetzt Mendoza einmal kennengelernt, den Inquisitor. Und er hat uns jetzt von einer noch größeren Bedrohung erzählt, wovor wir quasi kämpfen müssen, von irgendwelchen Titanen, und brauchen jetzt 5 Kristallscheiben, wovon eines kaputt ist, das repariert werden muss. Und ja, ich bin jetzt unfreiwillig, freiwillig doch in seinen Dienst getreten. Und wir haben auch einen Kapitelwechsel gemacht. Ich frage mich jetzt aber, ob die Viecher wieder nachgespawnt sind, die mitten auf dem Weg waren, auf unserem Weg. Warum ist er da gerade... Ich muss den Stuhl noch mal ein bisschen höher machen. Der rutscht immer noch. So. Warum ist er gerade vom Dach gefallen? Ich weiß es nicht. Aber da es ja Nacht ist, ich will mal von den... Fackeln können wir gebrauchen. Oh, hier gibt es auch noch ein Wasserfass. Ich will mal bis zum nächsten Morgen mal schlafen. Ah ja, und mit Seberin müssen wir auch noch mal reden. Hier ist für dich nichts zu holen. Doch, da sind doch gleich 3 Münzen. Aber lass mich raus. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Katastrophal. Wir haben hier im Zwischenlager ständig mit Angriffen der Gnome zu kämpfen. Am Anfang war es ja noch ganz witzig, aber langsam werden sie zu einer echten Bedrohung. Diese kleinen Scheusale ziehen mittlerweile mordend und plündernd über die Insel. Da, sieh dir das an. Da sind sie schon wieder. Warte mal, wo ist mein... Wieso habe ich meine Waffe nicht mehr ausgerüstet gehabt? Ja. Plündernder Gnom. Ja. So, 2 sind erledigt. Da sind noch welche. Ey, der lebt ja noch. Den schnappen wir nicht gut ausgehen. Hä? Das gibt nur Ärger. Was? Bleib stehen. Ich hab euch doch geholfen, oder nicht? Halt an. Kannst mich mal. Was war das denn jetzt? Ruben? Ne, Severin? Deine Gnome sind Geschichte. Deine Gnome sind Geschichte. Ja. Ich dachte schon, diesmal würde es mich erwischen. Danke für die Hilfe. Es ist zum Verrücktwerden. Wenn das so weitergeht, haben wir ihnen bald nichts mehr entgegenzusetzen. Es scheint fast so, als würden sie von irgendwem dazu getrieben. Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Kann sein. Naja, es wird ja so einiges geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählen soll. Was soll das? Wovon sprichst du? Es gibt da so eine Fabel, die sich Seefahrer am Lagerfeuer erzählen. Hüte dich vor dem Gürger und seinen Schergen. Wenn du Unrecht tust, kommen sie über dein Land, töten dich und stehlen dein Hab und Gut. Jetzt dreht er völlig durch. Mag sein. Aber irgendwie erinnert mich diese ganze Scheiße daran. Okay, der Inquisitor schickt mich. Der Inquisitor schickt mich. Er wartet auf die Lieferung einer goldenen Kristallscheibe. Wie sieht's damit aus? Verdammt! Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde. Diese verfluchten Gnome. Nee, jetzt sagt bloß nicht, ihr habt sie euch von den Gnomen klauen lassen. Naja. Na toll, das habt ihr ja prima hingekriegt. Ja, ich weiß. Aber ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern. Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Hey, Mendoza, altes Haus. Deinen großen Plan kannst du wohl vergessen. Der Gürger hat die Kristallscheibe geklaut. Beim Licht der heiligen Flamme, nein! Wir müssen die Scheibe irgendwie wiederholen. Vom Gürger? Nein, ach verdammt, ich weiß es doch auch nicht. Na gut, ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen. Na gut, ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen.
Nein, das kann ich nicht von dir verlangen. Es ist an mir, diese Mission auf mich zu nehmen. Okay. Tatsächlich? Dann wärst du der Erste, dem ich begegne, der das so sieht. Wirklich? Ach, wenn das so ist? Ja, ja, komm, erzähl mir einfach, was du über die Gnome weißt. Tja, also, wenn sie uns angegriffen haben, kamen sie meistens aus dem Osten. Okay, was gibt es denn im Osten? Was gibt es denn im Osten? Ein großes Gebiet. Und ganz am Ende der Insel eine lange Hängebrücke, die zu einer großen Felshalbinsel führt. Doch ich kenne niemanden, der jemals dort gewesen ist. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen. Na gut, ich hoffe, das reicht. Wir sehen uns. Ja, pass auf dich auf. Okay. Ich hoffe, die hauen mir jetzt nicht nochmal aufs Maul. Vorsichtshalber einmal wieder speichern. So. Dessen Sachen nehme ich alle mit. Sakura. Plündernder Gnom. So. Okay, die nehme ich mir nicht mehr übel. Der Rekrut ist fast tot. Barry, Bruce und Sakura, die leben zum Glück noch. Ist nur ein Rekrut gestorben. Noch ein plündernder Gnom. Hätte ich vielleicht zuerst reden sollen, dann schlafen? Okay, es hat wieder gespeichert. Bin ich immer noch bei meiner... Ja, ich bin immer noch bei meiner richtigen Waffe. Okay, das ist Norden. Also eigentlich da hinten irgendwo. Wo die Brücke war. Also man kann da hin. Stan? Suchst du was? Na, alles gut. Okay. Hier haben wir noch einen Pilz. Den nehme ich mal mit. Ich mache mich aber auf den Weg zu Don Esteban. Gucken, was er dann dazu sagt. Dass ich für Mendoza arbeiten muss, damit die Banditen Frieden von denen haben und in Ruhe gelassen werden. Ich hoffe nur, wir begegnen jetzt Broga nicht noch einmal. Diese Geier, die nerven. Ja, neue Viecher. So, was ist mit dir? Willst du auch aufs Maul? Krallenfalter. Vielleicht vorsichtshalber, was Heilung angeht, nochmal zu uns nehmen. Oh, das war 300 Leben. Das war vielleicht ein Fehler, den zu nehmen. Ist ja noch so ein Viech. So. War auch mitnehmen. Du weißt, was du zu tun hast? Ja. Ich weiß, was zu tun ist. Glaube ich zumindest. Immerhin weiß ich zumindest, wie ich mit dem Schild jetzt ein bisschen besser mich verteidigen kann. Na, willst du auch herkommen, Stachelratte? So, oh, Levelaufstieg, nice. Da sind auch noch ein paar mehr. Ich will jetzt nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen. So, für den hatten wir ja auch noch irgendwas machen müssen. Dann gehe ich nochmal dahin, sag Bescheid. Warte, welches Level bin ich jetzt? Lernpunkte 24, Stärk... Wo ist ich jetzt mein Level?
Naja, immerhin 24 Lernpunkte. Okay, der Weg zu Mendoza war also... Severin schickt mich. Soll ich mich bei dir melden? Nee. Rekrut, Rekrut. Rekrut, Rekrut. Okay, wir gehen zuerst zu Esteban. Don Esteban Julio Ricardo de la Rosa Ramirez. Oh, kenne ich noch aus Hotel Zack & Cody damals, so als Kind immer gerne geschaut. Den Namen habe ich mir irgendwie immer gemerkt. Ah, noch ein Igel. Oh, zwei Igel. Hey, jetzt nerv nicht. Da ist ja noch einer. So. Echt jetzt? Nein, 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 nein. Aus. Ja. Okay, einmal kurz speichern, dass wir das überlebt haben. Mach ich mal hier. Jagdbeibringen handeln? Nee. Wasserfass. Den brauchen wir jetzt. Und zwar ganz dringend. Ganz schön wenig Leben laden wir gerade auf. Nur so als Frage, einfach so als Interesse. Ist das eigentlich noch dieselbe Engine wie in Gothic 3? Oder ist das hier eine andere Engine? Denn wenn das dieselbe Engine ist, ist das auf jeden Fall zu Gothic 3 ein sehr krasses Upgrade. So. Klar, das Kampfsystem in Gothic 3 gefiel mir irgendwie doch ein bisschen besser als hier. Aber hier ist das irgendwie... Ja, wie soll man sagen? Also, sieht viel cooler aus, sagen wir mal so, aber... Von der Bequemlichkeit in Gothic 3 fand ich das besser. Also nur von Bequemlichkeit, also, Domingo, gibt's was Neues? Ja. So, Craig? Oscar! Bring mir was über das Schmieden bei. So, Schmiedestufe 3. Machen wir mal. Ich will zwei Handschwerter schmieden. Du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge tanzen lassen. Schnelle und präzise Schläge. Wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst, machst du es richtig. Nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen. Okay, nice. So. Kann ich eigentlich mit ihr nochmal reden? Rachel? Übrigens. Übrigens. Esteban weiß jetzt von der Geschichte mit Brogar.
Beppo. Oh Mann, ich hab's geahnt. Esteban hat dich zum Jäger gemacht. Na, das kann ja heiter werden. Passt dir das etwa nicht? Du Pfeife. Bald werde ich hier was zu sagen haben und dann wirst du schon sehen, was dir dein loses Mundwerk einbringt. Ja, klar. Okay, aber Beppo. Hallo. Bis dann. Okay, ich wollte nur sagen, ich habe deinen Bruder getroffen. Aber anscheinend interessiert es ihm nicht. Hey du, komm mal her. Ich muss mit dir sprechen. Was? Wer bist du? Wer bist du? Das ist unwichtig. Es reicht, wenn du weißt, dass mein Boss ein großes Interesse an dir und deinen Fähigkeiten hat. Er hat mich geschickt, um dir ein Angebot zu machen. Für wen arbeitest du? Für wen arbeitest du? Für einen sehr mächtigen Mann. Etwa mächtiger als der Don? So etwas solltest du nicht tun. Für solche Bemerkungen sind schon so einige gestorben. Und wer hat dich überhaupt hier reingelassen? Wer hat dich überhaupt hier reingelassen? Don Esteban und mein Boss sind Geschäftspartner. Und das schon sehr lange Zeit. Ich als sein Unterhändler kann mich hier frei bewegen. Was dagegen? Okay, wen soll ich töten? Wen soll ich töten? Aber nein, es ist nicht so, wie du denkst. Wir brauchen keinen Kopfgeldjäger, eher jemanden mit Köpfchen. Mein Boss ist davon überzeugt, dass du der Beste für den Job bist. Schluss mit dem Gefasel. Was will dein Boss von mir? Schluss mit dem Gefasel. Was will dein Boss von mir? Du sollst jemandem helfen, der sich selbst nicht helfen kann. Du sollst etwas finden, was dieser jemand nicht alleine finden kann. Und du sollst eine wichtige Entscheidung treffen, die dieser jemand nicht selbst entscheiden kann. Werde mal konkret, wem soll ich helfen? Werde mal konkret, wem soll ich helfen? Einer Frau. Sie hat eine kleine Kneipe unten am Hafenkai in der Stadt. Oh, ich hab's geahnt. Du redest von Patty. Ich sehe schon. Dir kann man nichts vormachen, was? Was wollt ihr von Patty? Was wollt ihr von Patty? Nichts, was sie nicht auch will. Keine Sorge, wir wollen ihr kein Leid zufügen. Alles, was wir wollen, ist, dass du zu ihr gehst und tust, was sie von dir verlangt. Das ist alles? Aber ja doch. Das ist doch nicht so schwer für dich, oder? Und was springt für euch dabei heraus? Du wirst schon früh genug alles erfahren, was du wissen willst. Nur so viel. Wenn du das Angebot annimmst, wirst du fürstlich dafür belohnt werden. Also, was sagst du? Sag deinem Boss, er kann mich mal. Ich werde es ihm ausrichten. Schade. Du scheinst keinen Riecher für gute Geschäfte zu haben. Aber wie du willst. Nun, du hörst von uns. Hoffentlich nicht. Schönen Tag noch. Patty in Schwierigkeiten, ja. Ich werde Patty Bescheid sagen müssen. Wenn das gefährlich wird? Ich glaube, ich gehe lieber zuerst zu Patty. Das ganze Schiff, alle tot. Ich gehe sie mal warnen. Ich habe so das Gefühl, Romanov hat damit zu tun. Und dass er zu Romanov gehört. Und ich habe ihm zwar gerne geholfen und so, aber ich will jetzt nicht, dass er Patty was antut. Ich mag Patty. Die ist sympathisch. Ich beeil mich mal am besten. Ich wünschte nur, ich könnte schneller laufen. Schade, dass man nicht sprinten kann, wirklich. Kusch! Ach, nein! Okay. Das ging aber schnell. Geht der auch so schnell? Der ging auch so schnell. Was? Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so schnell geht mit denen.
mit Carlos müssen wir auch noch gleich reden, dann wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, dass sie die Tore aufmacht. So, einmal noch trinken. Aber als allererstes zu Patty. Vielleicht sehen wir dann Sarah in der Stadt. So, warte mal. Erfahrung. Okay, da fehlt auch nicht mehr für so viel. Knapp 5200 Punkte bis zur nächsten Stufe. So, ich will jetzt aber wissen, wo ich Akrobatik lerne, damit wir ein bisschen schneller springen können, gehe ich mal von aus. Gehen wir in diese Richtung. Ich hoffe, die Rekruten, die dort unten chillen, lassen uns jetzt rein. Dass die uns jetzt nicht zwangsrekrutieren. So, ich halte mich hier ein bisschen weiter links. Ah, oder doch nicht. Okay, an die könnten wir jetzt vorbeischleichen, sag ich jetzt mal. Oder rennen. Da ist noch so ein Wolf. Ich glaube, da habe ich keine Wahl. Schwarzer Wolf, was? Oh, komm. Mistviech. Ah, nein. Verdammt. Und das beim Springen auch noch, dass die einen treffen. Was ein Mistviech, ey. Okay, da renne ich gleich einfach durch. Nein! Okay, sind das auch hungrige Dinger dann hier? Ach komm, eine junge Stachelratte. Ist das auch eine junge Stachelratte? Ach, komm schon. Nein. So. Was ein Mist. Jetzt speicherst du Danke, Spiel. So, noch ein bisschen. Die Wasserfässer sind echt wichtig. Dadurch sparen wir eigentlich Heiltränke, wenn wir die mal wirklich dringend brauchen. Ich frag mich eigentlich, wo Broga ist. Also, wo er sich versteckt hat. Irgendwo im Wald, da im Osten, glaube ich. Und dieses Mal versuchen wir einfach an dem Wolf vorbeizukommen. Schwarzer Wolf auch noch.
So, warum speichert es jetzt nicht noch einmal? Bitte speichert doch Spiel. Mit F5 gibt es kein Schnellspeicher, ne? Finde ich eigentlich schade. Wohin führt eigentlich diese Hängebrücke? So, wo ist der Wolf? Da ist der Wolf. So, hier vielleicht dann nochmal speichern. Mana-Pilz? Hatten wir das hier schon gelootet? Ja. Okay, dann... Ach, komm schon. Drecksviech. Aber schön, dass die hier noch rumliegen. So, was ist mit euch? Ihr tut mir jetzt nichts mehr. Rekrut. 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 Es gab hier aber noch welche mit Namen, ne? Die jetzt gestorben sind. Magnus. Was willst du hier? Du bist doch einer der Banditen. Na und? Ich gehe hier nur lang. So, so. Wir beobachten dich, Freundchen. Ich will in die Stadt. Ich will in die Stadt. Niemand kommt in die Stadt. Befehl vom Inquisitor Mendoza. Ich bin im direkten Auftrag von Mendoza unterwegs. Lass mich in die Stadt. Ich bin im direkten Auftrag Mendozas unterwegs. Lass mich in die Stadt. Dann bist du wohl der Kerl, den der Don geschickt hat, um Frieden auszuhandeln. Ja. Gut, ich werde dich in die Stadt lassen. Aber mach hier bloß keinen Ärger. Zu spät. Sag mir, wenn du in die Stadt willst. Lass mich in die Stadt. Lass mich in die Stadt. Gut. Okay, kann es sein, dass die Stadt eigentlich immer ein Ladebildschirm ist? Wo man auch so rein und raus kann eigentlich? So, ich will jetzt zu Patty. Weasel? Ich hörte, der Don hat dich in der Bande aufgenommen. Sehr gut. Ich hatte schon die Befürchtung, dass dich die Weißen rekrutiert hätten. Nee, von denen lasse ich mich nicht rekrutieren. So, Ich sehe, Sie haben Zuwachs beim Don bekommen. Sehr gut. Ich bin guter Dinge, dass hier endlich mal was passiert. Weiter so. Okay. Warte, dann mit den anderen muss ich auch nochmal reden. War er auch noch von uns? Ne, das war eine Waffe. Walter! Ich habe bei den Gnomen diesen Werkzeugbeutel hier gefunden. Ich habe bei den Gnomen diesen Werkzeugbeutel hier gefunden. Super, genau sowas habe ich gesucht. Ich bräuchte etwa 15 Stück davon. Was denn, 15 Stück? Weißt du, wie viele Gnome ich dafür umhauen muss? Tja, ich kann es nicht ändern. Was glaubst du denn, wie viele Waffen ich in den letzten Tagen geschmiedet habe, hä? Ich brauche das Zeug. Na schön, ich werde sehen, was ich tun kann. Das kann aber eine Weile dauern. Mir egal. Hauptsache, du bringst sie mir. Okay. Toni. Hallo. Wie laufen die Ausgrabungen in unserem Lager? Wenn es so weiterläuft wie bisher, kann das noch ewig dauern. Wird Zeit, dass das endet und wir die Stadt wieder übernehmen. Haben wir das nicht schon längst übernommen? So, vielleicht nochmal einen kleinen Besuch im Puff machen. Und mit Scorpo reden. Falls die Tür zu ihm noch offen ist. Obwohl, ne, zuerst zu Patty. Sie muss gewarnt werden. Also, Seemann, Vasili. Salty. Patty! Ich hörte, du gehörst jetzt zur Bande des Don.
Wenn das mal eine gute Idee war. Was stimmt damit nicht? Das sind doch bloß Verbrecher. Rauben und stehlen, was das Zeug hält. Ach was, Piraten haben auch keinen besonders guten Ruf, hab ich gehört. Ja, ja, schon gut. Lassen wir das. Kennst du einen Mann namens Balturo? Kennst du einen Mann namens Balturo? Nein, hab den Namen nie gehört. Merkwürdig. Er scheint dich sehr gut zu kennen. Er und sein Boss bestehen darauf, dass ich dir helfe. So, so. Naja, ich kann mir schon denken, warum. Mach dir darüber keinen Kopf. Mit denen werde ich schon irgendwie fertig. Danke für die Nachricht. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Dann reiß ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Okay, ich wollte auch eh dahin. Haben wir jetzt mit Patty ein Date im Bordell? Und es hat gespeichert. So. Sonja? Du machst das schon. Okay, ich mach das schon. Wenn du das sagst, ist das irgendwie immer noch offen? Ja, es ist immer noch offen. Ich kann das auch wieder zumachen, oder? Ne. Carol? Ich wasch mich auch mal. Schönes Bad nehmen. Sie ist aber auch nur durchgehend am Baden. Ihre Haut müsste eigentlich so richtig schrumpelig schon sein. So. Olga? Mir geht's gut. Und dir? Jetzt kann ich mir hier nicht noch eine Nacht kaufen. Ah, Patty schon da. Okay, Patty. Hier. Scordo? Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Mir hat einer der Bauern diesen Stein hier aufgeschwatzt. Er behauptete, dass er ihn in die Stadt teleportieren könne. Hier, du kannst ihn haben. Ich benutze so einen magischen Krempel nicht. Okay, ich habe dein Paket bei Don Esteban abgeliefert. Ich habe dein Paket bei Don Esteban abgeliefert. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt? Er war sauer. Du hast ihn schon ziemlich lange warten lassen, wie es aussieht. Ah, verdammt, ich hab's geahnt. Naja, ich hoffe, er wird mir nicht gleich den Kopf abreißen, wenn wir uns begegnen. Das ist dein Problem. Oh, na gut. Danke für die Nachricht. Okay. So, Patty? So, jetzt zeig mir mal deinen Tunnel aus der Stadt heraus. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Tunnel dort wird dich bis vor die Stadtmauern führen. Da soll noch mal jemand sagen, es gäbe nur noch Pfeifen in dieser Stadt. Du hast mir sehr geholfen, mein kleiner Held. Wenn ich endlich gefunden habe, was ich auf dieser Insel zu finden hoffe, dann werde ich mich dir erkenntlich zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal am Strand vor der Stadt verstecken. Nur falls du mich suchen solltest. Bis später. Vielleicht. Okay. Ich weiß nur nicht, ob es für sie jetzt gefährlich wird dort. So, wir haben hier aber auch noch Aufgaben. Warte, wo war denn das? Hier. Hafenstadt. Die Söhne von Tilda. Mit Tilda wollte ich nochmal reden. Wir haben jetzt William gefunden. Wer fehlt denn noch? Da wurde krass, hast du mit William gesprochen? Und Marvin. So, wo steht hier, wo Marvin ist? Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Okay, der ist einfach irgendwo wahrscheinlich in der Wildnis. So, Tilda, wegen deiner Söhne.
Ich habe mit William gesprochen. Ich habe mit William gesprochen. William, der gute Junge. Wie geht es ihm? Er ist in der Vulkanfestung und trainiert. Keine Sorge, er kann auf sich aufpassen. Okay. Das haben wir auch mal erfüllt. Halt! Du kommst hier nicht rein. Ihr Banditen werdet auch immer mehr, was? Seht euch vor. Es wird noch der Tag kommen, an dem ihr es bereut, euch jemals gegen den Inquisitor aufgelehnt zu haben. Ich bin gerade im Auftrag für den Inquisitor unterwegs, also beruhig dich mal. So, Erikson und Vasili gehören zu Romanov und ich bin kein Fan von Romanov. Ich will da doch schon lieber eher Patty helfen. So, Luca. Gut, dass du dich entschieden hast, einer von uns zu werden. Wurde ja auch Zeit. Dahin war keiner von uns. So, dann hier. Gab's noch jemanden? Da ist er. Delgado. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Willkommen in der Bande. Seine Rüstung, ich will ein besserer Dieb werden. Ich will ein besserer Dieb werden. Geschick, Taschendiebstahl. Komm, wir machen mal Taschendiebstahl. Ich will ein Taschendieb werden. Eine Person, die auf ihre Goldbörse achtet, kann man nicht beklauen. Das ist unmöglich. Ich bin hier, damit du mir zeigst, wie ich klaue, nicht damit du mir erklärst, dass es nicht geht. Warte es ab. Um jemandem also was zu stehlen, muss derjenige abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Stelle ihm am besten eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Okay, Taschendiebstahl 2? Ich will ein besserer Taschendieb werden. Ein geschickter Dieb hat bei seinem Opfer praktisch die freie Auswahl. Auch Leute, die sehr auf ihren Besitz achten, kann man genug ablenken, um sie auszunehmen. Geschickt genug bist du jetzt. Du musst es nur noch wagen. Okay, 500 Gold und nochmal 5 Lernpunkte. Ich will ein besserer Taschendieb werden. Du bist mittlerweile so geschickt, dass du es wagen kannst, auch scheinbar unmögliche Diebstähle zu begehen. Das Prinzip ist das gleiche. Sprich sie an, lenke sie ab und nehme sie aus. Du musst nur viel, viel vorsichtiger sein. Die Leute, die du jetzt beklaust, sind mit allem Wasser gewaschen und achten sehr auf ihren Besitz. Okay. Warum stehst du eigentlich hier zum Taschendiebstahl? Ich lass das mal. So, warte mal. War ich ja einmal. Ich will's mal hier ausprobieren. Ich habe genügend okay. Eigene Sorgen. Mir geht's gut. Und dir? Mir ist jetzt nicht nach Reden. Okay, irgendwie werde ich doch beklauen dürfen, ne? Nico. Okay, Finn? Probleme haben wir alle. Hast du einen guten Witz auf Lager? Hast du einen guten Witz auf Lager? Na klar. Zwei Jäger liegen im Wald auf der Lauer. Da taucht der Wolf aus dem Gebüsch auf. Sagt der eine Jäger zum anderen. Den kenne ich schon. Ich habe jetzt nicht zugehört. Schade, dass du dich für den Weg des Jägers entschlossen hast. Naja. Wünsche dir trotzdem Glück und die Kraft für deine schwierigen Aufgaben auf dieser Insel. Ja, okay, Flavio? Kannst du Bauern in deinem Lagerhaus unterbringen? Kannst du Bauern in deinem Lagerhaus unterbringen? Natürlich. Es ist zwar nicht viel Platz vorhanden, aber für einen wird's reichen. Meister Belschwur verteilt jetzt Fleisch. Meister Belschwur verteilt jetzt Fleisch. Wunderbar. Hier. Nimm diese Tränke. Das Leben hier ist ziemlich gefährlich. Und noch was. Wenn du dich mal ausruhen willst, in meinem Lagerhaus steht noch ein Bett. Ich brauche ein paar Sachen. Ich brauche ein paar Sachen. Was hat er denn hier? Ring der Jagd, Bogen plus 1. Stachelbrecher, gut geeignet, um Tieren ihre Stacheln zu brechen.
Ist das eine Waffe? Nee. Kieferzange? Mit dieser Zange kann man Keile an ihrer Hauer herausbrechen. Sind das Werkzeuge? Weltruhe. Lass gut sein. Nun? Ich gehe mal zu den Bauern, die hier Dings gebraucht hatten. Ein Schlafplatz. So. Arno? Deine Frau kann in das Lagerhaus am Ende der Gosse. Deine Frau kann in das Lagerhaus am Ende der Gosse. Ich denke, das ist ein besserer Ort als das hier. Es gibt doch noch gute Menschen in dieser Stadt. Meine Frau wird sich gleich auf den Weg machen. Ich werde hier bleiben und arbeiten. Wir haben nicht viel, wie du weißt. Aber sprich mal mit Martha. Sie möchte dir zum Dank etwas von uns geben, mein Freund. Martha? Ich war gerade eingeschlafen. Danke für deine Hilfe. Sieh mal an, du kannst ja doch reden. Ja, aber es strengt doch sehr an. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alles Gute, Fremder. Das werden wir dir nie vergessen. Okay, haben wir hier noch Aufgaben? Hafenstadt, die sind von Tilla, den Fleischer abkochen. Sid will, dass ich zum Fleischer Dagel gehe und ihm klar mache, wen beschützen kann und wer nicht. Die Karte der Insel? Warte. Zu Nelson müssen wir noch. Eine akkurate Karte von der Insel bekommen. So, Nelson. Ist die Karte fertig? Ist die Karte fertig? Ich habe einen Weg aus der Stadt gefunden. Und die Karte ist auch schon fertig, wie ich es gesagt habe. Und ich bin bereit, sie dir zu überlassen. Wenn du sie noch willst, kannst du sie kaufen. Ja, gib mir die Karte. Gib mir die Karte. Pass gut darauf auf. Das ist ein gutes Stück. Was hältst du vom Gesetz des Inquisitors? Was hältst du vom Gesetz des Inquisitors? Das ist zu unserem eigenen Schutz. Abgesehen davon hätte ich gar nicht den Mut, draußen rumzulaufen. Überall diese Monster aus den Ruinen. Verstehe. Okay, ich mag das Taschendiebstahl. Sie hat doch den Ring, hä? Gibt es nichts Interessantes für dich? Erzähl mir von dir, ablenken. Warte mal. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Mhm. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Aha. Erzähl weiter. Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die die anhaben? Kein Stil und so. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? So, ich will's jetzt mal riskieren. Tja, du hast es nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, verschwinden sie. War schön, mit dir zu reden. Erfahrung plus 10. Habe ich jetzt den Ring? Hier wahrscheinlich, hier. Nelsons Ring. Akrobatik plus 1. Ich will den eigentlich haben. Nelson? Ich werde dir den Ring zurückbringen. Ich werde dir den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkenntlich zeigen. Hier, ich habe deinen Ring. Hier, ich habe deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin doch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Okay, warte mal. Der macht Stärke, Schutz vor Stichwaffen. Komm, wir machen den hier weg und dafür den. Und
Den kann ich immer noch. Okay. Können wir jetzt höher springen? Akrobatik haben wir jetzt einen Punkt. Ich würde das aber gerne selber lernen. Dann kann ich den wieder verkaufen. Was haben wir aber noch hier an Quests? Vielleicht auch Konrad abkassieren. Alles, was nicht nied- und nadelfest ist. Walter glaubt, dass die Gnome den alten Metallschutz Alvaro abkassieren. Hey du, Carlos, will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Ja gut, was will Carlos von mir? Wir sind jetzt eh Teil der Banditen, also im Grunde kann er uns nicht mehr rekrutieren. Halt! Kein Zutritt! Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Na schön. Konnte ich ja nicht wissen. Geh rein. Kann jeder das einfach so behaupten? Ordenskrieger? Das ist Carlos? Belieb? Verschwinde, Bandit! So, da bist du ja endlich. Krieg ich dich endlich mal zu sehen. Du bist das also, der in dieser Stadt für die ganze Unruhe sorgt, ja? Dein Gesicht werde ich mir merken. Ich hatte ja gehofft, dich früher sprechen zu können. Noch bevor du dich mit den Verbrechern verbündest. Tja, leider ist das jetzt zu spät. Hast du noch was zu tun für mich? Hast du noch was zu tun für mich? Vergiss es. Du bist mir zu oft in einem Atemzug mit den Banditen genannt worden. Ich bin besser beraten, wenn ich mich nicht mit dir einlasse. Was ist... Aber... Holzschild, rostiger Zweihänder. Gibt's hier was zu klauen? Äpfel? Okay, ja, aber denen wollte ich eh nicht beitreten. Darf ich hier einfach so hoch? Oder hier so rein? Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und nochmal von vorne. Der Dietrich. Mist. Na also. Okay, ich glaube, das ist immer dieselben Codes. Wir haben Stahlrohling bekommen. Nice. So. Alles mitnehmen. So. Da war ein Ring. Und er hat es nicht gesehen. So, wer ist das? Uns Krieger. Kann man hier auch hoch? Gibt es hier auch noch was zu holen? Ich glaube eher nicht. Ah, wir sind abgerollt. Okay, nice. So, was haben wir noch für eine Quest? Konrad abkassieren? Alles, was nicht nie nur Alvaro abkassieren. Okay, Konrad und Alvaro müssen wir jetzt abkassieren. So, Konrad? Du hast mein Vieh geschlachtet. Hau ab! Mach, dass du wegkommst. Warte mal, das ist die Hauptquest, ne? Cyrus ist überfällig. Überfälliger Lagebericht. Die geschundene Kristallscheibe, Teleportsteine. Kristallscheibe für den Inquisitor. Was kannst du mir über Konrad erzählen?
Wiesel will, dass sie bei dem Händler Konrad abkassiert wird. Soll mit ihm sprechen, um seine Schwächen herauszufinden, die ich gegen ihn benutzen kann. Okay, Alvaro? Wiesel will, dass sie den Händler Alvaro abkassiert. Ich soll mit ihm sprechen, um seine Schwächen herauszufinden und sie ausnutzen. So, Alvaro? Die Knechte arbeiten. Die Knechte arbeiten. Ausgezeichnet, weißt du was? Weil du dich so für Walter eingesetzt hast, darfst du den Rest des Goldes behalten. Wie überaus großzügig. Was erwartest du? Ich bin Geschäftsmann. Wenn du betteln willst, geh in die Gosse. Zu Meister Belschur. Zeig mal, was du hast. Hast du auch richtige Waffen? Ich will es mal riskieren. Hast du auch richtige Waffen? Willst du mich beleidigen? Pass mal auf, ich habe die besten Waffen, die du auf der Insel kriegen kannst. Ich habe seinen Schlüssel. So, Wiesel. Immer schön Goldmann, sieht sich. Jetzt einen guten Witz. Nee. Ich will die Witze hier nicht nochmal hören. Halt! Du kommst hier nicht rein. Hernandez, ich möchte mit dir reden. Hör mal, du Spaßvogel. Noch einen Schritt weiter und du wirst es bereuen, klar? Ich will mit dir reden. Mach was anderes. Halte deine Finger bei dir, Bandit, sonst hack ich sie ab. Ich hoffe, wir verstehen uns. Bleib wachsam. So. Komm, lass mich durch, ne? Da oben ist der eine Typ jetzt aber auch nicht mehr. So, wie sieht es eigentlich da hinten aus jetzt? Dings ist ja auch, müsste jetzt auch schon gegangen sein. Und wo sind die drei Brüder hin? Frag mich, ob wir die wiedersehen werden. Mir geht's gut. Und dir? Du, der Typ dahin will was von dir. Ich kann meine eigenen Leute hier, bestehlen. Erzähl mir mehr über die Artefakte mit Lagerhaus. Oder was? Hey, kennst du einen guten Witz? Ja klar, pass auf. Drei Nutten sitzen am Hafen. Eine Blonde, eine Brünette und ein Rotschopf. Sagt die Blonde zu der Brünetten? Den kenne ich schon. Oh. Sergio. Weitergehen, Bandit. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, den kann ich nicht bestehlen. Wer konnte mir nochmal Schlösserknacken beibringen? Ah, Romanov ist noch da. Jetzt nicht. Und, alles in Ordnung? Und, alles in Ordnung? Der Letzte, der versucht hat, dir was zu klauen, hat ordentlich Prügel kassiert. Also halt deine Finger bei dir. Okay. Den traue ich mich nicht. Oh, hier geht's nach unten. Was gibt's denn hier? Ich glaube, da will ich nicht hin. Okay, ich würde aber sagen, in der nächsten Folge warten wir mal bis in die Nacht und dann kassieren wir Konrad ab. Würde ich sagen. Wir haben ja von... Ne, Alvaro. Wir haben ja einen Schlüssel von ihm. Und können bei ihm da in den Keller rein. Und ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!